Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Friends, wir geben uns endlich von Too Sad to Disco Kapitel 1 noch so weit. Den haben wir noch offen. Wir werden uns auch noch an der Uhr gedreht geben. Der ist für alle Kanalmitglieder schon online. Checkt das also gerne ab, falls ihr das jetzt schon sehen wollt. Ansonsten haben wir uns alle anderen Tracks schon auf YouTube gegeben. Gönnt euch die gerne, falls ihr die verpasst haben. Solltet jetzt aber erst einmal soweit. Link zum Original in der Beschreibung. Das Bundle ist wahrscheinlich schon seit 100 Jahren ausverkauft. Falls es noch irgendwo was gibt, packt es in die Beschreibung. Und dann würde ich sagen, genießen wir jetzt soweit. Das Ganze ist produziert jetzt hierbei. Nee, das steht leider, das finde ich ein bisschen schade, dass bei diesen Automated YouTube-Teilen das hier nicht beisteht. Ich weiß nicht, ob. Also ich weiß, dass A-Side hier ein bisschen was produziert hat. Nee, nicht A-Side, Jumper hat was produziert. Und Suena und Lucry wahrscheinlich wieder. Ich kann es aber nicht genau sagen. Egal, wir hören rein, Freunde. Soweit. Let's go. Weißes Kleid hat mir nicht ganz so gut gefallen. Wobei, schon mehr als Too Sad to Disco. Und Too Sad to Disco hat sich mittlerweile auch ein bisschen entwickelt. Die Hook, sehr angenehm. Aber immer noch, ich habe ganz Probleme mit diesen bearbeiteten High Notes irgendwie von ihnen. Ah, okay, ist von Jumper. Okay. Ich seh dich neben mir, wie du da einfach sitzt. Grüne Augen, leerer Blick, der mich schon seit so langer Zeit nicht mehr trifft. Okay, das finde ich schon mal gut. Ein bisschen was Schnelleres. Mit dem Piano im Hintergrund kommt gut. Ich erkenn dich nicht mehr wieder, denn ich kenn mich endlich wieder. Schon viel zu lange hast du mich gefickt. Ich erkenn dich nicht mehr wieder, denn ich erkenn mich endlich wieder. Das ist eine schöne Zeile, Mann. Dich nicht mehr wieder, denn ich kenn mich endlich wieder. Schon viel zu lange hast du mich gefickt. Oh wow, was war das mit dir für ein Höllenritt? Ich schreibe nun Topmodel, dass ich gerade in Köln bin. Und alles, was sie heute sieht. Ich finde Leute ganz komisch, die zu Köln Kölle sagen. Also ich weiß, das ist so ein Kölner Schnack wahrscheinlich, den man dann als Kölner benutzt und sagt Kölle. Aber ich finde Kölle ganz weird irgendwie. Ist das, was andere mal sagen? Sie fragt, willst du eine ziehen? Tönt mich bisschen ab, nein, ich möchte nicht gestört werden. Business Calls, die abgehört werden. Würde man wissen, dass sie mit mir ist, wüsste ich, dass die Eltern empört wären. Ey, ich finde den Beat aber schön. Also, ich mag die Art und Weise von solchen Songs nicht so gerne, die zu sehr so auf Storytelling sind, wo sich das zu sehr so anhört, als ob er irgendwie so eine Geschichte vorliest quasi. Ich will nicht sagen, dass er hier einen schlechten Flow hat, aber es ist einfach nicht mein Take, den ich fühle. Aber ich finde den Beat sehr schön. Dieses Piano mit dem sanften Beat ist irgendwie schön kombiniert worden. Business Calls, die abgehört werden. Würde man wissen, dass sie mit mir ist, wüsste ich, dass die Eltern empört wären. Ihr Vater ist Arzt, der mich nicht besonders mag. Denn ich bin das Arschloch, das mit deiner G-Klasse vor seiner Praxis parkt. Ich wollte doch nur, dass man mich endlich nicht übersieht. Heute muss ich all diesen Blicken entfliehen. Man sagt, Liebe ist schön, aber warum ist Liebe bedingt? Sowas will ich nicht, danke schön, ich bin bedient. Vollmond im weißen Atem. Ja, okay, das ist halt gar nicht ansatzweise das, was ich mir erhofft habe und dann das, was ich mag. Ach, Bro, schade. Ich glaube, den Song werde ich dann gar nicht mögen. Ich mochte den Anfang, ich mag die Parts, wo es ein bisschen schneller wird hier. Aber auch da, wo er halt, wie ich eben meinte, sowas vorliest, quasi eine Geschichte vorliest. Gar nicht, meine. Das ist ein Flow, den ich einfach nicht fühle. Und diese High Notes in der Hook fühle ich halt null. Ich bin bedient. Vollmond im weißen AMG. Schon so oft und immer der gleiche Weg. Nee, das ist gar nicht meins. Das ist leider gar nicht meins. Melodie mag ich. Das Ding ist, würde die Hook normal gesungen sein? In seiner normalen Stimmlage. In der Apache-Stimmlage, weil Apache kann singen, er hat eine schöne Stimmlage. Dann wäre es gut. Dann würde ich, also was heißt gut, aber dann würde ich es fühlen. Oh Gott, alles schon abgelehnt. Frag nicht nach, mir geht es gut so weit. So weit, so weit. Mir geht es besser, seit ich von... Stell dir vor, die Hook in dieser Stimmlage. Baba-mäßig. Ich weiß nicht, woher das kommt, also ich kann es irgendwo verstehen, weil hohe Stimmen irgendwie im Gehirn, glaube ich, immer was auslösen, was Gutes auslösen. Ich habe es irgendwo mal gelesen, ich habe keine Ahnung, aber ich check's nicht, warum das jetzt gerade so krass im Kommen ist. Wenn ich entfernt bin, lehn mich zurück im Cabrio, blick zu den Sternen. Lustig, was sie einmal sagte, aus mir wird nichts. Ich könnte ihnen jetzt einzahlen, doch ich hab viel zu tun. Geld macht dich einsam, Geld bringt Menschen um. Den Flow fand ich schon geil. Deshalb pass auf, wenn du es auch mal schaffst. Deshalb pass auf, denn bist du erst einmal da. Bleib nicht um dich rum, nochmal. Sie reicht.
reichen dir nur die Hand. Oh, ey, das ist der zweite Part auf jeden Fall besser. Auf jeden Fall besser. Es ist immer noch kein Song, den ich mir nochmal wahrscheinlich hier nach anhören werde, weil er dafür einfach zu wenig meinen Geschmack trifft. Aber der zweite Part auf jeden Fall angenehmer. Wenn sie etwas verlangt, yeah. Es geht doch, jetzt hat er es doch sogar gedoubled in der einen guten Stimmlage und in dieser maximal hohen Stimmlage. Er kann es doch sogar und es hört sich direkt besser an. Schon so oft und immer der ja. Das hört sich zusammen sogar gar nicht so schlecht an. Zusammen hört sich das gar nicht so schlecht an, aber würde er es entweder auch in der ersten Hook schon zusammenlaufen lassen oder nur in dieser hohen, nur in dieser tieferen normalen Stimmlage. Halt mich an, denn ich komm von so weit. So weit. Das hört sich gar nicht schlecht an gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. So weit, Kopf voll, im weißen Nacken geht. So hätte ich's gefühlt. Kurs, alles schon abgelehnt. Frag nicht nach, mir geht es gut. So weit, so weit, so weit. Wäre das erste Mal die Hook auch so gewesen, dann hätte ich nur den ersten Part schlecht gefunden, also mich nicht nice gefunden. Und dann wäre es ein guter Song gewesen. Schade, Mann. Okay, ey, Friends. Lange nichts mehr gesagt. Ich würde sagen, wir kommen zum kleinen, großen Mini-Fazit. Lange nicht mehr gesagt. Also wie gesagt, es ist mir unbegreiflich, warum jetzt so viele Künstler so krass auf diese ultimativ hohen Stimmen gehen. Weil das leider gar nicht, also es trifft gar nicht mein Taste. Wenn ihr es feiert, dann freut mich das für euch. Aber ich hatte, wie gesagt, das erste Mal die Hook so gefühlt wie beim zweiten Mal. Entweder auf gedoubled dann eine Seite die normale Stimme, eine Seite diese extrem hohe Stimme. Hat sich zusammen gar nicht schlecht angehört. Oder halt nur in der normalen Stimme. Weil so war es leider nichts für mich. Ich fand den ersten Part auch zu langsam irgendwie. Der Einstieg war schön, aber dann wurde es irgendwie zu langsam. Und dieser vorgelesene Flow mag ich nicht so gerne. Der zweite Part war ein bisschen schneller. Ein, zwei andere Flows gechanged, fand ich gut. Aber all in all triggert mich das zu sehr mit der Hook, dass ich mir den nicht nochmal geben werde, den Song. Aber gut, lasst mir auch mal dazu gerne in den Kommentaren da, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.